Sehr geehrter Herr Deus Richenberg, sehr geehrter Herr Juratovic, ich heiße Sie alle in der Botschaft der Republik Kroatien in Berlin willkommen. Es freut uns sehr, dass diese Ausstellung so großes Interesse erweckt hat. Das ist noch ein Beweis, wie tief, wie intensiv die Beziehungen zwischen den Deutschen und Kroaten in Zagreb, in Kroatien, aber auch in Europa sind. Wir hatten, und diese Ausstellung ist noch ein Beweis dafür, also seit Jahrhunderten einen sehr starken Austausch. Und die Deutschen in Zagreb und die deutschsprachigen Leute oder Einwohner in Zagreb haben viele Bereiche des Lebens in Zagreb stark geprägt. Kultur, Wirtschaft, Verwaltung, Militär, nur einige zu nennen. Die Zusammenarbeit zwischen Kroatien und Deutschland und Kroaten und Deutschland und Deutschen geht natürlich weiter. Wir sind sehr stolz, dass Kroatien und Deutschland im März dieses Jahres einen Aktionsplan unterschrieben haben, mit der Absicht, die bilaterale Beziehungen weiter zu fokussieren und voranzutreiben. Und dieser Prozess ist jetzt im Gang. Dazu kommt die kroatische EU-Ratspräsidentschaft vom Januar bis Juni 2020. Wir sind sehr stolz, am Lenkrad Europas zu sein. Und wir sind auch stolz, die EU-Ratspräsidentschaft an Deutschland zu übergeben. In diesem Sinne, ich möchte Sie noch einmal begrüßen und das Wort an Herrn Roth übergeben. Vielen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch seitens des Deutschen Kulturforums Östliches Europa möchte ich Sie herzlich begrüßen. Im Besonderen möchte ich Herrn Geschäftsträger Ivan Bojanic begrüßen, Herrn Bundesbeauftragten Fabricius, den Herrn Vorsitzenden Hahn, Herrn Abgeordneten Riechenberg und auch natürlich Herrn Geiler und die ganzen Teilnehmer der AGDM Zagreb in Berlin. Und nicht zuletzt begrüße ich Herrn Dr. Ivan Rittig, den Leiter der Deutschen Gemeinschaft in Zagreb, die das Deutsche Kulturforum Östliches Europa mit einer Gruppe deutscher Journalisten vor zwei Wochen besucht hat. Die Geschichte von Herrn Rittigs Familie hat der Kurator dieser Ausstellung, Herr Riechenberg, in sein Ausstellungskonzept einbezogen, so wie er auch das Schicksal vieler anderer Familien deutscher Herkunft festhielt, die sich in Zagreb und Umgebung als Ärzte, Apotheker, Wissenschaftler, Künstler, Musiker, Architekten, Politiker und vieles mehr einen Namen, Handwerker und Werkleute waren und in Slawonien gewirkt haben, trugen auch die aus dem städtischen Milieu stammenden Familien zum Prosperieren der Region bei. Zudem bereicherten und vor allem bereichern viele deutschstämmige Persönlichkeiten bis heute das kulturelle Leben von Stadt und Land. Als Kulturforum haben wir vor zwei Jahren mit der Deutschen Gemeinschaft eine Erzählwerkstatt in Esek, Osijek, durchgeführt und wir freuen uns auch weiterhin über die intensive Zusammenarbeit, zumal mit der Botschaft von Kroatien in Berlin, wenn im nächsten Jahr die Hafenstadt an der Adria, Rijeka, europäische Kulturhauptstadt 2020 sein wird. Wir werden ein Stadtschreiberstipendium dorthin schicken und verschiedene Veranstaltungen damit verbinden. Die Wanderausstellung, die wir heute eröffnen, ist ein feierlicher Auftakt dieser Zusammenarbeit.
Minderheit über die Landschaft Zagreb durch seine akribischen Recherchen und sein Bemühen, durch diese Wanderausstellung das deutsche Kulturerbe in Kroatien einer breiten Öffentlichkeit zu erschließen. Wir wünschen Erfolg bei der geplanten Buchpublikation, die das gesamte Ausstellungsmaterial noch detaillierter zusammenfassen wird, und hoffen, ihn in Berlin bald wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen kurzweiligen Abend und danke für die Aufmerksamkeit. Poštovane dame i gospodo, meni je zadovoljstvo pozdraviti vas i na hrvatskom ovako u startu, jer kako je kolegica malo prije kad smo ulazili rekla, ipak ste vi u svojoj kući, da, lijepo je biti kao hrvatski Njemac u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Sie heute als Vorsitzender der Deutschen Gemeinschaft in Kroatien hier in der kroatischen Botschaft in Berlin begrüßen zu dürfen. Vor allem ist es eine große Ehre, hier bei der Ausstellungseröffnung zu sein, einer fabelhaften Ausstellung, die eben unser, nicht nur Mitglied, sondern einer unserer Gründer, Herr Goranberg Rechenberg, ein vielseitiger Intellektueller, erschaffen hat. Und wir können nur hoffen, dass er mit seiner Arbeit in dem Sinne auch weitermacht und andere Städte vielleicht auch mal recherchiert, damit wir dann mit der Zeit eine vollkommene Geschichte der Deutschen in Kroatien aus seiner Feder haben. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein, und ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, auch bei der kroatischen Botschaft und Herrn Bojanic, dass wir hier dürfen, können und dürfen, und damit wir uns, wie es auch der Sinn der Minderheiten, wie wir es immer sehen, ist, dass wir eine Brücke bauen zwischen unseren Ländern, die Deutschen in Kroatien, die Kroaten, die in Deutschland leben, die auch hier heute Abend anwesend sind, und dass wir gemeinsam unsere langjährige, jahrhundertlangjährige gemeinsame Geschichte auch mit dieser Ausstellung feiern. Ihr seid ja nicht hier, um mich reden zu hören, und ich werde jetzt an Herrn Goran Beres-Rechenberg abgeben. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Fabricius, sehr geehrter Herr Bojanic, sehr geehrter Präsident Hahn, sehr geehrter Herr Roth und Herr Geider, aber Abgeordneter Juratovic, meine dear Freunde Arne Hartig aus Deutscher Botschaft in Zagreb, liebe Gäste, sehr geehrte Landesleute, es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute Abend meine Dokumentarausstellung Deutschland Zagreb und Umgebung durch die Jahrhunderte vorzustellen. Diese Ausstellung bereiste bisher mehrere kroatische Städte und wird jede Reise auch nach ihrer Berliner Aufführung fortsetzen. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass diese Ausstellung nicht nur den angesehenen Berliner Besuchern, sondern auch den Vertretern der deutschen nationalen Minderheitsorganisationen aus ganz Europa vorgestellt wird. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich diese Begrüßungsansprache vorlese. Diese ist ansonsten nicht meine Angewohnheit. Jedoch sind meine Deutschkenntnisse nicht gut genug, um Ihnen heute Abend das zu sagen, was ich für wichtig halte. Die deutsche nationale Minderheit in Kroatien heute zählt zu den kleinen ethnischen Gemeinschaften. Einst jedoch waren die Deutschen in Kroatien eine um 150.000 großethnische Gemeinschaft, die in der kroatischen Geschichte eine dauerhafte und äußerst wichtige Spur hinterlassen hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten sie das gleiche Schicksal wie auch viele andere deutsche Volksgruppen in Osteuropa. Verfolgung, Vernichtung, Vertreibung, Flucht, Verschwiegenheit und Zwangsassimilation. In jahrhundertelanger Beitrag zur Entwicklung der kroatischen Gesellschaft ist jedoch von unschätzbarem Wert. Von Kultur, Kunst, Wissenschaft, Technologie, Baugewerbe,
Medizine, Kirchengeschichte, Wirtschaft, Gastronomie, Brauchtum bis hin zur Erschaffung moderner Verwaltungs- und Bürgereinrichtungen. Ich bin seit 13 Jahren Aktivist unserer deutschen Minderheit in Kroatien und habe an der Wiederbelebung ihrer Identität mitgewirkt. Ich habe eine Reihe von Projekten gestartet, die uns zu einer lebendigen und aktiven Gemeinschaft machen. Ich erforsche und veröffentliche ihre Geschichte und diese Dokumentarausstellung ist auch ein Teil meiner Bemühungen. Nicht nur als Forscher, Publizist, sondern auch als professioneller Politiker und Abgeordneter im kroatischen Parlament und in der Parlamentarversammlung der Europarates setzte ich mich aktiv für die Achtung der Menschen- und Minderheitsrechte an. Am Beispiel von Zagreb und seiner Umgebung habe ich auf 23 Tafeln einen Teil der Geschichte unserer nationalen Minderheit in Kroatien erzählt. Diese Geschichte ist über 800 Jahre alt, da die Deutschen im Gebiet Mittelkroatiens bereits lange von den großen Ansiedlungen der Donauschwaben lebten und wirkten. Die Nachfahren vieler Deutscher, die vom 13. bis zum frühen 20. Jahrhundert nach Kroatien ausgewandert sind, haben sich schon längst integriert. Wir wünschen uns jedoch, dass ihr Erbe und ihre Errungenschaften nicht vergessen und verschwiegen werden. Ich hoffe, dass Ihnen dieses ausgestellte Material, welches ich auch bald zu einem Buch formen werde, viel Interessantes darstellen wird. Wir, Deutsche in Kroatien, verzichten mit Abschau auf diejenigen, die zu den Zeiten des Nationalsozialismus, den Völkern, mit denen wir zusammen lebten, aber auch uns selbst viel Leid zugefügt haben. Wir sind stolz auf die Tatsache, dass unsere vielen ehrenwerten Vorfahren im Laufe der Jahrhunderte zur Entwicklung Kroatiens als Heimatland beigetragen haben. Dank diesem Erbe war und ist Kroatien ein Land des mitteleuropäischen Kulturkreises. Unsere Heimat Kroatien ist ein Mitglied der Europäischen Union. Und wir als Kroaten, Kroatiendeutsche, sind sehr daran interessiert, dass die Ideen und Werte eines vereinten Europas in der überwiegenden Mehrheit aller unserer Landesleute sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Mitgliedstaaten lebt, ständig in diesem Land wachsen. Wir fehlen uns den Ideen von Frieden, Toleranz, Demokratie, Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und Wohlstand für alle Völker sehr zugetan. Nur in einem solchen Kroatien und Europa können wir unsere neue Identität aufbauen und sowohl die kulturellen als auch alle sonstigen Bezeichnungen zu Deutschland als unserem Heimatland und zu den deutschen Gemeinschaften in anderen Ländern erfolgreich pflegen. Herzlichen Dank für Ihre heutige Anwesenheit hier unter dem Dach der kroatischen Botschaft in Berlin, welche dank der Unterstützung des Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten der Republik Kroatien der Gastgeber dieser Ausstellung ist. Herr Bojanic, vielen Dank an die Gastgeber für ihre Gastfreundschaft. Vielen Dank auch an das Deutsche Kulturforum Restliches Europa und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, insbesondere an Frau Petra Radic, Doktorin Ingeborg Selesi und Magister Renata Trischler, die sich sehr eingesetzt haben, um diese Ausstellung nach Berlin zu bringen. Und im Ende danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dank, Herr Präsident Geider, lieber Herr Direktor Roth, lieber Herr Abgeordneter Riechenberg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit mehr als 800 Jahren gibt es Deutsche in Zagreb. Seit mehr als 300 Jahren gibt es die Donauschwaben in Kroatien. Während im vergangenen Jahrhundert noch bis zu 150.000 sogenannte Donauschwaben gezählt werden konnten, leben nach heutigen offiziellen Angaben gerade noch 3.000 Angehörige dieser deutschen Minderheit im Land. Inoffiziellen Schätzungen zufolge könnten es aber 10-mal so viel, vielleicht 30.000 sein. Nach der jahrzehntelangen systematischen Unterdrückung im ehemaligen Jugoslawien trauen sich heute etliche Angehörige der deutschen Minderheit, sich vielleicht immer noch nicht, sich offen zu ihrer Herkunft zu bekennen. Das ist bedauerlich, denn mittlerweile ist Kroatien, und ich freue mich, Herr Bojanic, dass ich das so sagen kann, einer der Vorreiter in Minderheitenfragen in Europa. Die kroatische Regierung engagiert sich seit längerem ganz erfolgreich für eine aktive Einbindung gerade auch der deutschen Minderheit in den Land. Sie fördert dabei beispielsweise Aufwendungen für Publikationen, kulturelle Veranstaltungen. Über dieses Engagement freue ich mich persönlich ausdrücklich und sage dafür Danke. Ich versichere Ihnen, sehr geehrter Herr Bojanic, dass die Bundesregierung das Engagement Ihrer Regierung sehr zu schätzen weiß. Nicht zuletzt deswegen führte mich eine meiner ersten Auslandsreisen in der Funktion als Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen bereits im Mai vergangenen Jahres, im April habe ich das Amt übernommen, nach Zagreb. Die Unterstützung des kroatischen Staates für die deutsche Minderheit wird ergänzt durch verschiedene Fördermaßnahmen der Bundesregierung. Dazu gehören nur als Beispiel neben kulturellen Liederabenden gerade auch Sprachkurse für Kinder. Großen Wert legt die deutsche Gemeinschaft vor Ort zu Recht auf die Stärkung der Jugendarbeit, wie wir, Herr Präsident, haben. Ziel dabei ist es, die Jugend an die Gemeinschaft heranzuführen und sie zur Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität zu motivieren. Jugend und Sprache, das sind genau die Schwerpunkte, auf die wir als Bundesregierung bei der Förderung der deutschen Minderheit im Ausland einen hohen Stellenwert legen. Wir haben den Weg, den die deutsche Gemeinschaft in Kroatien unter ihrer Führung eingeschlagen hat, den begrüße ich außerordentlich. Gerne werden wir als Bundesregierung in gewohnt enger Absprache mit unseren Partnern in der kroatischen Regierung dies auch in Zukunft unterstützen. Ich möchte in diesem Zusammenhang die deutsche Minderheit explizit dazu ermuntern, sich auch als kulturelle Brücke zwischen der kroatischen und der deutschen Gesellschaft zu verstehen. Sie können so dazu beitragen, die enge und vertrauensvolle Freundschaft, die Sie auch schon angesprochen haben, zwischen unseren Ländern weiter zu festigen. In einem Europa dienen gerade Minderheiten als Mittel für grenzüberschreitende Völkerverständigung. Insbesondere deswegen bin ich Ihnen, lieber Herr Bojanic, und Ihren Mitarbeitern sehr, sehr dankbar, dass Sie es ermöglicht haben, in Ihrem Haus diese spannende und lehrreiche Ausstellung über die Deutschen in Zagreb und in der Zagreber Umgebung zu zeigen. Die Bilder zeigen in eindrucksvoller Weise, wie Deutsche fernab der Heimat Fuß gefasst und schnell an Ansehen in der Mehrheitsgesellschaft gewonnen haben. Neben bedeutenden Großgrundbesitzern, hier ist eine Tafel, die das darstellt, waren es vor allem einfache Bauern, Handwerker und Bergleute, die das Bild der tatkräftigen Deutschen in der Region geprägt haben. Diese damals geschaffene Reputation wirkt bis heute in hoher Wertschätzung, welche die deutsche Minderheitsbevölkerung innerhalb der Mehrheitsbevölkerung Kroatiens genießt. Mein Dank geht hier auch ausdrücklich an die AGDM und das Deutsche Kulturforum Östliches Europa, das diese Ausstellung mitorganisiert hat. Ganz herzlichen Dank dafür, es ist ein ganz wertvoller Beitrag zum Kennenlernen des Kulturschatzes, den eine Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft darstellen kann. Ich freue mich in diesem Sinne auf anregende Gespräche, einen sehr interessanten Abend und ich darf mit Ihrem Einverständnis die Ausstellung als eröffnet erklären. Danke.
Sehr geehrte Redner, vielen Dank für Ihre Beiträge. Sehr geehrte Gäste, vielen Dank noch einmal für Ihr Kommen. Als wir in Zagreb sagen, zugekommen zuletzt, ich habe jetzt die Ehre, Sie alle zu einem kleinen Empfang einzuladen. Bitte schön. Ćemo sliku napraviti zajedno. Alles.